Wir wandern von Goxheim nach Herdecke. Da geht es zum Unternehmen Dörken Coatings. Und wie der Name es schon verrät, hier kann es eigentlich nur um die Beschichtung gehen. Also Dörken kenne ich auch als Folienanbieter, aber Dörken Coatings, das kann eigentlich nur Beschichtung heißen. Und an der anderen Seite des Anschlusses sitzt nun Frau Frauke Lauster. Und die Frau, da ist sie schon zugeschaltet, ich sehe sie schon, Frau Lauster kennt sich aus mit Korrosionsschutz, Beschichtung und Koloristik. Und sie ist Produktmanagerin für Wood Protection und Tinting Pastes. Frau Lauster, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, hallo zusammen. Ja, Habe ich Sie genau, richtig ich vorgestellt so? bin Produktmanagerin. Ja, Sie hatten das gerade schon gesagt, mit den spannbaren, unterspannbaren haben Sie auch recht, das macht Dirken auch, aber Coatings, heute geht es um die Beschichtung. Genau. Genau. Ich sage gleich Feuer frei, Sie dürfen loslegen. Die Bühne ist Ihres. Vielen Dank. Ich stelle mich auch selber nochmal vor. Mein Name ist Frauke Lauster. Ich bin die Produktmanagerin für Pastensysteme und Holzlasuren von der Dirken Coatings und möchte heute gerne über die IR-Pasten referieren. Ich gebe Ihnen vorher nochmal einen kurzen Überblick. Was bedeutet Coatings? Der Herr hatte das gerade schon angesprochen. Wir machen industriellen Korrosionsschutz. Zinklamelle ist so unser Hauptprodukt hier im Automobilsektor. Weiterhin haben wir ja die Bautenfarben, Lacken und Lasuren unter unseren starken Marken Lucite und CWS Wertlack und weiterhin noch die Töntechnologie. Sie finden mich da bei den Lasuren und bei der Töntechnologie, auf die ich heute näher eingehen werde. Wie ich das mache, habe ich Ihnen auch einmal mitgebracht. Als erstes gehen wir in die Praxis, was es da für ein Problem gibt, auf das manche Anwender stoßen. Ich gehe danach auf unsere internen Prüfungen, die wir durchgeführt haben im Rahmen der Dirken Coatings und zeige Ihnen dann auch nochmal unseren Pilotkunden und gebe ihm zum Schluss eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja, es ist so, dunkle Farbtöne sind zurzeit im Trend. Also gerade auch in den Niederlanden kriegen wir das häufiger mit, dass dunkle Farbtöne an der Fassade gerne gestrichen werden wollen. Jetzt haben wir hier aber ein Problem und zwar in Wärmedämmverbundsystemen haben wir Styrol, das ja ab circa 80 Grad zu Rissen und Verformungen führen kann und dementsprechend ja thermisch man da einfach drauf achten muss. Und hier gibt es eine Richtlinie vom BSF-Meldeplatz 21, dass empfohlen wird, einen Hellbezugswert von mindestens 20 zu verwenden. Also am besten 20 und drüber. Was ist denn jetzt der Hellbezugswert? Und zwar handelt es sich da um einen koloristischen Wert zur Helligkeit der Oberfläche. Das bedeutet, 0 ist schwarz bzw. ganz dunkel und 100 wäre dann absolutes Weiß. Der Hellbezugswert von 20 sind dann die Farbtöne, die Sie da unten sehen, also eher dunkle Grautöne, die zurzeit ja gerade im Trend sind. Schwarz, aber auch ein dunkles Oxidrot oder ein dunkles Oxidgrün trifft es auch. Es gibt noch einen zweiten Wert, der häufig genannt wird in diesem Rahmen, und zwar den TSR-Wert, also Total Solar Reflectance-Wert. Das ist der Anteil in Prozent an Sonnenlicht, das wieder zurückreflektiert wird. Hier haben wir ein kleines Problem, der ist nicht brancheneinheitlich und ist auch immer abhängig von der Trägerfarbe oder halt auch generell von den eingesetzten Pigmenten. Und vor Ort kann man den nicht so gut ermitteln. Deswegen hat sich die Branche hier auf den Hellbezugswert geeinigt. Ich gebe Ihnen nochmal einen kurzen Input. Was ist jetzt genau mit anteilreflektiertem Sonnenlicht gemeint? Also das Sonnenspektrum umfasst ja eine ganze Menge, und zwar UV-Strahlen, sichtbares Licht als auch IR, also die Wärmestrahlung, die wir nicht so wahrnehmen. Und die nimmt sogar einen Anteil von 58% ein. Und zwar so im Bereich der Wellenlänge von 800 bis 2500 Nanometer.
ungefähr. So, und genau auf diesen Bereich wollen wir uns nun konzentrieren, denn da setzen die IR-Pigmente ein, also Infrarotpigmente. Und die sind dazu da, um diese unsichtbare Wärmestrahlung einfach wieder zurück zu reflektieren, wodurch sich dann die Oberfläche weniger stark aufheizt. Jetzt kann ich Ihnen natürlich viel berichten und viel erzählen. Wir haben das dann natürlich auch getestet und das möchte ich Ihnen als nächstes einmal darstellen. Also was wir hier auf der rechten Seite sehen, ist die Messung über das komplette Spektrum, also das komplette Sonnenspektrum von UV bis zu IR, also die Infrarotstrahlung, mit zwei verschiedenen Proben. So, und die Proben sehen nun so aus, dass wir unsere Trägerfarbe benutzt haben, in unserem Fall die Lucite House Paint. Es ist so unsere Farbe für die Fassade, die halt auch viel auf Wärmedämmverbundsystem eingesetzt wird. Und haben diese dann mit zwei verschiedenen Tönpasten versehen. Und zwar zum einen mit unserer IR-Paste, dem IR-Schwarz, und einmal mit einem herkömmlichen Ruß-Schwarz, um zu messen, wie jetzt der Unterschied da dann auch genau aussieht. So, und wie Sie das hier sehr gut erkennen können, Magenta in diesem Fall ist das Rußschwarz, was sehr weit unten liegt. Also wir haben hier eine Reflexion von im Durchschnitt ca. 10%. Also wenn man das komplette Spektrum draufgibt, werden ungefähr nur 10% reflektiert. Im Gegensatz dazu ist jetzt die dunkelrote Linie, die das IR-Schwarz kennzeichnet, was genau im IR-Bereich ansetzt. Also der Name ist Programm, nur die IR-Strahlung wird reflektiert und das im Bereich 62-78%. Das heißt, die komplette Strahlung wird so zurückgestrahlt. Der Beispielfarbton hier habe ich Ihnen auch mitgebracht, das ist RAL 70-3 mit einem Hellbezugswert von knapp unter 20. Also das wäre jetzt ein Farbton, der normalerweise nicht an die Fassade dürfte mit unseren IR-Pasten. Sieht es aber schon mal wieder anders aus. Das, was ich Ihnen hier gerade gesagt habe, also der Bereich von 62-68%, das wäre jetzt der TSR-Wert. Und hier kann man sich dann das natürlich aussuchen, nimmt man den geringeren, nimmt man den höheren Wert. Das muss man einmal definieren. Um Ihnen jetzt nicht nur das Grau oder Grün zu zeigen, habe ich Ihnen noch einmal das Oxidrot und einmal das Tiefschwarz mitgebracht. Das sind die größten Unterschiede, die es soweit geben kann. Beim Oxidrot sieht man nämlich, wir haben hier kaum einen Unterschied zwischen IR-Schwarz und Rußschwarz. Und das liegt daran, dass der Farbton an sich schon mit wenig Schwarz rezeptiert wird. Er besteht eigentlich hauptsächlich aus Oxidrot, vielleicht noch ein bisschen Oxidgelb und halt weniger Schwarz. Anders ist das da jetzt von Tiefschwarz. Da wird nur schwarzes Pigment hinzugegeben, um diese Tiefe zu erreichen. Und da merkt man den Unterschied ganz deutlich. Das Rußschwarz ist unten und absorbiert quasi alles. Und das IR-Schwarz reflektiert im Bereich von 70% circa alles zurück. Das sind jetzt theoretisch gemessene Werte. Um auch einen praktischen Nutzen davon zu bekommen, haben wir noch eine weitere Prüfung durchgeführt, und zwar eine Temperaturkurve aufgenommen. Also wir wollten wissen, wie warm wird denn die Oberfläche jetzt generell? Und dazu haben wir zuerst eine Lampe mit weniger Leistung genommen und einfach mal gemessen, gibt es denn hier überhaupt einen Temperaturunterschied? Und ja, uns fällt auf, wir haben eine Differenz von ca. 5 Grad und das entspricht in Relation gesehen 11%. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man ja ca. 5 Grad an der Fassade sparen kann. Interessanter wird es aber noch, wenn wir die Wattzahl der Lampe erhöhen und einmal richtig Dampf draufgeben. Wir haben ja gerade gesagt, beziehungsweise ich habe ja gerade gesagt, ab 80 Grad haben wir eine kritische Temperatur und da wollen wir einmal wissen, wird diese denn auch erreicht? Und ja, beim Rußschwarz wird sie erreicht und zwar nach 11 Minuten. Beim IR-Schwarz wird sie gar nicht erreicht. Hier bleiben wir einfach stehen auf 67 Grad und haben hier kein weiteres Aufheizen. Das heißt, unsere IR-Pasten zeigen auch ein geringeres Aufheizvermögen, indem sie halt das Sonnenlicht reflektieren.
Wie gerade schon erwähnt, habe ich Ihnen ein Referenzobjekt mitgebracht. Unser Kunde hier wollte die Halle neu streichen, beziehungsweise die Fassade neu streichen und wollte dazu den RAL 7016 haben in unserem Produkt, der Lucite House Paint. Wir haben hier einen Hellbezugswert von 8 und haben diesen dann mit der IR-Schwarz-Paste versehen. In dem TSR-Wert liegen wir hier ungefähr bei 70%, also 70% der Strahlung wird zurückreflektiert. Eine Aufheizung findet nur bis 69% statt. So. Der Kunde hat sich bereit erklärt, dass wir hier über das ganze Jahr einmal messen dürfen, um auch zu schauen, ob wir im Innenraum einen Effekt haben. Denn das ist das Nächste, was wir uns anschauen wollen. Wenn sich die Oberfläche weniger aufheizt, haben wir dann auch weniger Wärme im Innenraum und dadurch einen Effekt. Und das werden wir mit dem Kunden jetzt zusammen monitoren. Als kleine Zusammenfassung lässt sich festhalten, dass wir hier effektiv im Bereich mit einem Hellbezugswert unter 20 arbeiten können und eine geringere Aufheizung an der Fassade realisieren. Unsere Paste ist kompatibel in wässrigen Systemen, das heißt zum Beispiel in Putzen, Fassadenfarben, wässrigen Lacken und auch wässrigen Lasuren, falls man Interesse hat. Den TSR-Wert nochmal anschauen, mit Bedacht vergleichen und auch nochmal auf die Messmethodik einen Fokus legen. Das war es tatsächlich auch soweit schon von mir. Mir wurde gesagt, ich muss die Zeit einhalten, deswegen bin ich jetzt schon fertig. Falls Sie Fragen haben, schicken Sie mir gerne eine E-Mail. Frau Lauster, vielen Dank für diese tolle Präsentation. Ich wusste gar nicht, dass man mit Farben so viel so sehr ins Detail gehen kann, aber das haben Sie wirklich ganz eindrucksvoll gezeigt. Für mich eine Frage ist aufgetaucht, wo werden denn diese Farben angewendet? Also in der Fassade, klar, haben Sie gesagt, aber auch auf Fenster- und Fassadenelemente. Gibt es da auch schon Anwendungsthemen? Ja, also eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel die Fenster. Wir bieten ja auch Lacke an, die zum Beispiel dann auf die Fenster gestrichen werden. Und so könnte man quasi die Fassadenfarbe auch gleich mit der Fensterbeschichtung verbinden. Also das ist durchaus möglich. Ein anderes Anwendungsgebiet ist das erwähnte Holz. Also wenn man hier ebenfalls die Oberflächenwärme reduziert, führt das natürlich auch zu weniger Abbau am Holz. Und das ist auch eine effektive Möglichkeit, das Holz weiterhin zu schützen. Das ist zum Beispiel noch eine andere Möglichkeit. Ich glaube, jetzt ist hier noch eine Frage reingekommen. Frau Lauster, wie verhält sich das Material bei sehr kalten Temperaturen im Winter? Also im Winter haben wir ja auch weniger Wärmestrahlung, die aufgebracht wird, und da gibt es, soweit ich das beurteilen kann und wir das herausgefunden haben, jetzt das normale Verhalten der normalen Farbe. Also je nachdem, welches Trägermaterial Sie ja dann verwenden, bei uns war es ein Reinakrylat, haben wir dann hier weiterhin die Schutzwirkung und keine Auswirkung. Also es führt dann, je nach Bindemittel, nicht zu Rissen oder sonst was, falls die Frage darauf abgezielt war. Ja, wunderbar. Das waren die Fragen. Vielen Dank auf jeden Fall nach Herdecke, Frau Lauster. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön.